Ciao zusammen, willkommen zum Quellen-TV. Wir sind in Bern im Studio. Ganz herzlich begrüße ich die Jacqueline Lessonnier. Sie ist dieses Wochenende bei uns in der Quelle. Schön, dass du da bist und ich danke dir ganz herzlich, dass du dir extra Zeit nimmst für dieses Interview. Ja, wunderbar. Vielen Dank für die Einladung. Schön. Ja. Schön. Ja. Schön. Es ist immer sehr spannend für mich, wenn ich Fragen stellen darf. Du bist heute angekommen und du hast gesagt, du warst so in den Bergen. Und was hast du erlebt, vielleicht so die letzten 2 Wochen? Oh, also ich bin ja jetzt gerade hier in Europa, eben von Nicaragua aus, jetzt 6 Wochen. Mhm. Und da die Zeit sehr begrenzt ist jetzt hier, bin ich eigentlich ständig irgendwie auf Achse. Also ich war jetzt in den letzten 4 Wochen in Österreich, in Wien, dann in den Bergen eben. Dann war ich jetzt kurz eine Woche in Dubai. Jetzt war ich am Tegernsee und vom Tegernsee jetzt direkt heute früh hierher gekommen. Also ich mache gerade Familienbesuche, viele Businessbesuche und bin gerade einfach jetzt hier auf Achse mal. Ja, wie schaffst du das? Das alles so, diese Sprünge. Und dann stelle ich mir so vor, heute Abend hast du dann einen Vortrag, morgen ein Seminar. Und wie schaffst du das so von diesen verschiedenen Welten dann immer wieder so, dich zu zentrieren? Es geht eigentlich nur mit Vertrauen. Also es ist Vertrauen und Anbindung. Aha. Also letztendlich auch jetzt zum Beispiel für den Vortrag heute am Abend, Ich vertraue mir, ich vertraue, dass es geführt ist. Ich vertraue auch darauf, dass es letztendlich keine Fehler gibt, sondern dass es einfach alles immer im Jetzt ist, im Flow ist. Und wenn es mal irgendwie schwierig wird, ja, dann geht man halt durch diese Schwierigkeit gerade durch oder macht kurz mal Stopp und schaut, was stimmt da jetzt nicht? Wie kann ich es irgendwie mehr in den Flow bringen oder so? Mhm. Aber es geht bei mir einfach immer nur mit der Anbindung. Und natürlich, ich bin Mama von 2 Kindern, mit der Koordination. Ja. Ja. Schon. Logistik. Ja, genau. Ja. Genau. Schön, wie hast du das entdeckt? Oder war das immer so, dass du so diese Anbindung hattest? Nee. Nein. Also ich war schon als Kind, sagen wir mal so, ich war ein sehr unselbstbewusstes Kind. Also das muss ich schon sagen, dass ich war sehr viel Mitläuferin, ich war auch immer Außenseiterin als Kind und ich kann mich an echt fiese Situationen erinnern, wo ich richtig gemobbt wurde und so. Mhm. Und ich habe mein Vertrauen aber immer wieder, ich weiß nicht, eben gerade durch diese Situationen, wo ich gemerkt habe, okay, ich kann mich eigentlich auf niemanden im Außen verlassen, ja, wurde ich immer konfrontiert mit meinem Inneren, mich immer wieder auf mein Inneres zu verlassen und immer wieder bei mir zu schauen. Und man glaubt es gar nicht von mir, aber ich bin eigentlich jemand, der eigentlich eher sehr gut mit mir alleine ist und ich könnte auch gut meine Einsiedlerin sein. Also ich bin gern alleine, auch mit mir alleine, weil ich einfach gemerkt habe, ich kann mir oder das, was durch mich wirkt, eigentlich am besten vertrauen. Ja. So. Ja. Schön. Diese Zeit für dich alleine eben, die hast du wahrscheinlich im Moment nicht so viel, oder wo? Ich nehme sie mir immer. Ja. Also mir ist das wirklich, wirklich wichtig. Und weil es mir so wichtig ist, kreiere ich mir auch immer die Momente dafür. Mhm. Und wie das oftmals funktioniert, weiß ich nicht. Aber auch das ist irgendwie im Flow, weil ich es aus dem Herzen fühle, dass es mir wichtig ist. Und deshalb sende ich die Energie da raus. Und deshalb passiert es auch. Mhm. Wie zum Beispiel, dass es jetzt, also jetzt hat gerade eben der Papa, also meine Große ist jetzt, wir sind Patchwork-Familie, ist jetzt sowieso bei ihrem Papa. Und meine Kleine, da haben wir uns jetzt abgewechselt, ist jetzt eben auch bei ihrem Papa. Und dann treffen wir uns nächste Woche wieder. Ja, so ist das alles so im Flow. So, also das ist dann die Organisation, die du gesagt hast. Das ist die Organisation, ja. Schön. Und jetzt nochmals zurück, eben war es schon immer so und
doch auch noch, ich habe ja ein etwas gelesen, so dein Werdegang oder wie auch immer oder was du erlebt hast, und das kam mir so vor, als hättest du ein früheres Leben gehabt. Ich weiß nicht, ob du dem so sagst, also so, aber wann war der Punkt oder der Moment, wo du diesen Weg eingeschlagen hast mit dem, sage ich jetzt mal, spirituellen? Wie kam das? Also wenn ich jetzt zurückblicke, war es schon immer ein Teil von mir, wie es von jedem ein Teil war. Mhm. Und ich muss dazu sagen, meine Mutter, die hat mich schon sehr früh mit verschiedenen Büchern konfrontiert, also mit einerseits Engelsbüchern, die sie auch zu Hause hatte, aber auch mit so Büchern von Jan van Helsing, Geheimgesellschaften und so weiter. Also ja, so mit 12, 13 Jahren so habe ich diese Bücher auch gelesen. Und ich habe mit 14 Jahren damals eine Heilerausbildung auch schon gemacht. Mhm. Weil die beste Freundin, deren Oma Heilerin war, und die hat ein Seminar gegeben, so 3 Häuser weiter von uns hat die gelebt. Und da habe ich diese Heilerausbildung gemacht. Und nach dieser Heilerausbildung war es so, dass ich sehr in eine enorm große Wahrnehmung kam, dass ich auch da plötzlich Wesen gesehen habe, also wirklich real, physisch. Und ich konnte aber damals, mit 14 war ich Pubertät und so weiter, ich konnte letztendlich damit nichts anfangen. Also mir hat es Angst gemacht. Ja. Und aus dem Grund habe ich dann damals gesagt, ich will das nicht. Ich war sowieso schon in einer Hinsicht Außenseiterin, und jetzt kommen auch diese Dinge. Also habe ich auch Stopp gesagt, und durch dieses klare Stopp, war schon immer ein sehr willensstarkes Kind. Ich war zwar nicht selbstbewusst, aber ich war sehr willensstark. Hat das dann auch aufgehört. Und da habe ich dann letztendlich angefangen mit dieser Schauspielkarriere. Also ich wollte schon immer Schauspielerin werden. Ich war auch ganz lange Schauspielerin. Ich habe schon eben auch mit 14 damals in einer Serie auch gedreht in Österreich. Und bin dann da so reingekommen. Und für mich war ganz klar, ich studiere Schauspiel. Und das war auch so eine Sache. Ich habe bei 14 Schauspielunis. Es ist total schwierig, einen Platz zu bekommen bei diesen staatlichen Schauspielunis. Da sprechen so viele vor. Und ich habe bei 14 vorgesprochen. Und letztendlich war immer mein Traum, damals an diese beste Schule zu gehen, an die Ernst Busch in Berlin, HFS Ernst Busch Berlin. Da kommen auch die ganzen deutschen vielen Stars her, so Schauspielstars. Aber ich habe mich nie getraut. Wir haben damals in Wien gelebt und Berlin war für mich total weit weg. Und irgendwann nach diesen 14 Absagen, ich kam meistens in die Endrunde, aber immer in der Endrunde hat man mir gesagt, ja, wir haben deinen Typ schon, oder es hat doch nicht gereicht oder irgendwas. Also ich war immer am Boden zerstreut, aber ich habe trotzdem weitergemacht. Und irgendwann habe ich mir gesagt, okay, jetzt probierst du es halt mal in Berlin. Und dann bin ich dahin gefahren und die Geschichte war davor. Ich hab dann gesagt, okay, ich möchte jetzt in Berlin. Das ist eigentlich immer mein Traum, ich möchte in Berlin. Und ich habe 2 Monate davor mir schon eine Wohnung dort angemietet, weil ich gesagt habe, ich werde in Berlin studieren. Wenn jetzt alles nicht geklappt hat, dann soll halt das klappen. Ich traue mich jetzt. Ich habe mir die Wohnung schon angemietet und war da schon 2 Monate vorher in Berlin. Und letztendlich hat es dann wirklich geklappt. Damals, dass ich dann 1200 Leute vorgesprochen und 20 wurden genommen. Und so kam es, dass ich dann dort Schauspiel studiert habe, 3-4 Jahre lang. Es war anders, als ich es mir vorgestellt habe. Mhm. Also ich habe mich in dieser Zeit ziemlich verloren. Ja. So. Also es war ein ganz großer Druck, immer dieses Darstellen und sich zeigen und auch da schon Konkurrenz. Ja, du bist besser, du musst das, du bist so nicht so gut und so weiter. Und ich bin da ziemlich psychisch ging es mir nicht sehr gut in der Zeit. Genau. Und ich kann mich erinnern, das war nach dem 3. Jahr. Da kam gerade der Film raus mit Will Smith, Das Streben nach Glück. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
Das ist ein Film, wo er ganz am Boden ist. Also er hat Will Smith ist Vater, hat einen Sohn und er ist ganz am Boden und ist Vertreter und nichts klappt und hat kein Geld mehr und die schlafen sogar mal am Bahnhof und so weiter. Und dann hat er irgendwann gesagt, okay, ich bin meines eigenen Glückes Schmied. Ja. Und ich kann mein Leben kreieren, ich kann mein Leben manifestieren, ich kann auch Reichtum und Fülle kreieren. Und wenn ich das Glück in mir selber finde, und dann ist es ein ganz großartiger Film einfach. Und dieser Film hat mich so sehr inspiriert, dass ich dann nach Paris gereist bin. Und ich hatte da Glück, ich hatte da eine Wohnung von einem Freund, der ist weggefahren. Und dort war ein ganz spannendes Erlebnis. Es klingt immer total kitschig, aber ich war da auf dieser Brücke in Notre Dame. Und es war so ein Moment, wo ich gesagt habe, ich lasse jetzt alles los. Mir ging es physisch, also psychisch wirklich nicht gut auch. Ja. Und ich lasse jetzt alles los, ich lasse alles hinter mir und ich spüre, ich bin so meines eigenen Glückes Schmied. Also das Glück liegt in mir und ich nehme mein Leben jetzt einfach wieder in die Hand. Ich möchte glücklich sein. Ja. Und da erschien mir plötzlich einfach ein riesiges Licht auf dieser Brücke in Notre Dame. Und das ist so in mich rein und es war wie so, es war ein so einfach wieder, als ob ein Teil meiner Seele auch zurückgekehrt ist. Also, dass ich mich wieder gefunden habe. Ja. So. Und das war letztendlich dieser Wandel auch in oder ein Teil meines Lebens, ein Wandel. Es gab dann noch einen größeren, wo ich dann einfach wieder angefangen habe, die Spiritualität wirklich bewusst in mein Leben zu integrieren. Ja. Die du schon gekannt hattest, durch deine Mutter schon auch so und die Bücher. Mhm. Schön. Wer hat dich unterstützt? Oder hast du es einfach alleine gemacht? Vielleicht warst du auch alleine. Ja. Alleine. Auf jeden Fall. Ja. Mhm. Spannend. Ja. Und nachher? Hast du noch gedreht, Filme gemacht? Oder hast du gleich aufgehört? Nein. Ich habe das dann schon noch eine Zeit lang gemacht. Also ich habe da auch an größeren Theatern gespielt und auch im Fernsehen und Film. Und habe aber dann irgendwann mal festgestellt, dass es eben einfach nur Prostitution ist. Ja, die ganze Zeit. Und das, was im Fernsehen einfach gezeigt wird, wenn wir ganz ehrlich sind, dient größtenteils zur Verdummung der Menschheit. Ja. Wir müssen gar nicht um heißen Brei rumreden. Ja. So. Ja. Und scheint mir auch so. So. Ja. Ja, und Regisseure waren sehr verkorkst und ich war dann ein Jahr in New York. Und das war auch eine ganz spannende Erfahrung, weil ich in New York damals wirklich die Sache, was man immer so denkt, aber behind the scenes kennengelernt habe. Ja. Also ich habe wirklich, ich habe immer dem entsagt, aber ich kam da zu einer Besetzungscouch und da war jemand, der wollte mich betrunken machen und hat dann gesagt, hey, ja, aber dann bringe ich dich groß raus und solche Geschichten. Also es gibt es wirklich und ich bin dem wirklich begegnet. Und es war eine mega tolle Zeit in New York, weil trotz diesen Erfahrungen und wo ich aber immer wieder gesagt habe, nein, war das total im Flow. Also es war eine mega tolle Zeit für damals. Und ich kam dann aber zurück und dann habe ich noch ein paar Dinge gespielt und irgendwie habe ich dann aber gemerkt, nee, es ist nicht. Ja. Ja. Und dann hast du den anderen Weg eingeschlagen. Genau. Ja. Dann habe ich eben auch mich weitergebildet oder ich habe ein paar Seminare auch gemacht. Ich habe dann auch eine Coaching-Ausbildung gemacht und einfach wieder zu mir gefunden. Also war dann sehr in Verbindung mit mir und da haben sich meine ganzen Kanäle auch geöffnet und ich habe sehr viele Informationen bekommen oder bekommen sie auch noch immer. Immer so. Ja, schön. Es ist sehr eindrücklich, diese Geschichte, finde ich. Ja. Und ich habe dich ja nicht gekannt früher. Ich erlebe dich jetzt gerade und ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, wie das wohl gewesen ist, weil jetzt du bist so, ich lebe so im Moment und so jetzt im Jetzt und in dieser Welt und mit dieser Spiritualität und das ist so tiefgründig auch und das andere erlebe ich ja auch eher oberflächlich, so mit dem Schauspiel oder Darstellen. Ja, es ist Darstellen. Also es ist schon, sagen wir mal so, du musst dich mit Rollen konfrontieren und ich war da einmal, da mussten wir Personenkreis spielen.
eine drogenabhängige Prostituierte, wo ich mir gedacht habe, ich will die Energien jetzt einfach gar nicht in mich reinlassen. Ja. Mir geht's so gut, ich bin da so, so voll glücklich und jetzt soll ich diese Rolle spielen. Ich brauche es nicht mehr. Ja. Ich brauche es einfach nicht mehr. Und das heißt aber nicht, dass ich nicht noch Theater spiele. Also wir planen gerade einen ganz großen Film. Der ist in Planung auch. Wenn die ganzen Filmförderungen und so weiter auch funktionieren, dann wird das ein großartiger, spiritueller Film. Richtiger, ja, es ist Drama, Komödie, international mit richtigen Mehrwert für die Menschen. Und da habe ich total Bock drauf. Ja. Ja, auf jeden Fall. Das finde ich jetzt schön. Ja. Das ist das erste Mal, wo ich das jetzt sage. Aber ich manifestiere das jetzt einfach schon mal rein. Das wäre schön. Ich kenne wenig solche Filme, die wirklich so. Ja, La Belle Verte habe ich mal gesehen. Der ist so spirituell. Es gibt wirklich spirituelle Spielfilme, gibt es eigentlich fast wenig. Ja. Bis gar nicht. Ja. Schön, dann freuen wir uns darauf. Und wann erscheint der dann? Willst du das auch schon machen? Es dauert immer Post-Production und so weiter. Ich sage jetzt mal 2-3 Jahre. Ja, 2-3 Jahre. Genau. Und den Drehort weißt du auch schon? Ja, den wissen wir schon. Ja. Der ist international, also findet in Mittelamerika, Südamerika, in Österreich, Deutschland statt. Ja, schön. Schöne Schauplätze. Ja. Spannend. Ich habe hier, irgendwann hast du dann ja auch Bücher geschrieben und ein Buch geschrieben. Ich habe dieses hier, du hast mir noch gesagt, eines ist noch in Planung, aber zuerst das hier. Intuition, dein Power-Tool. Ich weiß, dass viele von euch kennen es. Ich muss in diese Kamera schauen. Viele von euch kennen es. Und kannst du dich erinnern, wie das war? Oder als du entschieden hast, ich schreibe jetzt ein Buch. Wie war denn das? Also es war ein ganz großer Prozess für mich. Ja. Weil ich in mir immer ein, also es war wirklich ein Prozess für mich, es war in mir ganz lange dieser Glaubenssatz, ich kann nicht schreiben und es funktioniert nicht und ich bin ein Buch schreiben, das ist was für Schriftsteller und so weiter, gebrandet von meiner damaligen Deutschlehrerin, die eine Klosterschwester war, die mir immer Fünfen und Sechsen gegeben hat, genau. Mhm. Das ist umgekehrt, als in der Schweiz. Ach so, genau. Also die schlechteste Note habe ich bekommen. Genau. Und es war wirklich erstmal, musste ich durch einen Prozess durchgehen. Und wir waren damals, haben wir extra gesagt, wir fahren nach Costa Rica, damit ich dort Freiraum habe, so ein bisschen fernab von dem Alltag, um das Buch zu schreiben. Und das war... Irgendwann habe ich gemerkt, ich habe immer geschrieben und habe es dann gelöscht. So. Und irgendwann habe ich gemerkt, okay, mit dem funktioniert es gar nicht. Also so komme ich nicht weiter. Und also der Abgabetermin, der kam dann immer näher. Ja. Und dann habe ich irgendwann angefangen, einfach in Meditation zu gehen. Und aufzusprechen. Und da gibt es ja so tolle Tools, wo du einfach sprichst und es schreibt es nieder direkt. Ja, ja. Genau. Mhm. Und so habe ich größtenteils angefangen, das Buch zu schreiben. Und dann habe ich gemerkt, wie toll das so im Flow ist. Und irgendwann habe ich gemerkt, ja, ich kann das ja. Ich brauche einfach nur Vertrauen. Mhm. Und dann kam es. Und dann habe ich auch niedergeschrieben und so weiter. Also das war dann, ich habe dieses Buch innerhalb von, ich glaube, 2 Monaten dann fertig gehabt. Ja, so schnell. Ja. Schön. Und jetzt hast du ein neues in Arbeit. Genau. Und wann erscheint denn das? Weißt du das schon? Ja, im Frühling nächsten Jahres. 2024 dann. Frühjahr. Genau. Der Titel? Oder gibt es noch etwas mehr zu Titel sagen? Titel darf ich noch nicht sagen, aber es ist ein Buch über die Zirbeldrüse und wie du dein Leben manifestierst, durch höheres Bewusstsein. Ja, das ist auch das Thema deines Seminars, die Zirbeldrüse. Genau. Gell? Das ist etwas, du hast auch mit Dieter Bröers gesprochen, habe ich gesehen. Ja. Dieter Bröers ist so ein Genie, es ist ein ganz toller Mensch. Ja.
Ihr kennt ihn ja. Ja, wir kennen ihn. Ja, genau. Das stimmt. Ja. Ich, noch bei den Büchern, ich habe mir noch überlegt, kommst du selber auch zum Lesen? Und wenn ja, was hast du aktuell? Hast du ein Buch, das du am Lesen bist, wenn du Zeit hast? Ja, also ich lese immer wieder. Und gerade habe ich ein Buch, das ich eigentlich meiner Mutter geschenkt habe, letztes Jahr zu Weihnachten. Und ich habe es nämlich selbst nicht gelesen. Es kam mir nur ein Ding. Und das ist von Osho Mut. Mhm. Schön. Ja, toll. Und das ist ein ganz tolles Buch. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist der mit Lebe wild und gefährlich. Genau, oder genau. Ja. Schön. Ja, wegen der Zirbeldrüse oder überhaupt wegen deinen Seminaren und deinen Botschaften, was ist so dein Anliegen im Moment, den Menschen mitzuteilen? Was findest du gerade? Ja, also es ist essentiell notwendig, gerade die eigene Wahrheit zu leben. Mhm. Sich nicht mehr zu verleugnen in keinster Weise, sondern wirklich, wirklich auszusprechen und auch zu handeln, was du aus dem Herzen fühlst. Wir brauchen das. Mhm. Das ist so der Schlüssel, dass wir jetzt wirklich noch, ich sage jetzt mal, es schaffen in der Hinsicht, weil also das ist jetzt ein ganz großes Thema, ja, sehr, sehr große. Da können wir jetzt, glaube ich, stundenlang sprechen. Mhm. Aber so in Kürze zusammengefasst fühle ich einfach, wir halten uns alle immer wieder zurück. Mhm. Wir halten, ich greife das jetzt mal ganz kurz aus dem Buch auch, wir sind nicht mutig genug. Mhm. Wir fallen trotzdem immer in diese Paradigmen, in die alten Rollen, in all das, obwohl wir vielleicht einen spirituellen Weg schon gehen, obwohl wir viel gelesen haben oder Seminare besucht haben. Und dann aber in der Umsetzung hapert es. Mhm. Und es geht einfach nicht mehr. Es ist einfach wichtig, im Jetzt die Wahrheit zu leben und auszusprechen und nicht zu sagen, ja, ich arbeite dran oder ich werde das schon tun und ja, irgendwann mache ich das schon, sondern einfach jetzt auch die Ekstase des Lebens zu leben und einfach zu spüren, was wir für Power haben in uns, was wir für eine Kraft haben, dass letztendlich alles möglich ist. Ja. Es ist wirklich alles möglich. Wir beschränken uns da immer nur selbst mit allen möglichen doofen Gedanken, die wir haben. Aber es ist alles in uns und möglich. Und wir dürfen auch da vertrauen. Und das Wichtigste ist auch immer wieder loslassen. Ja. Also was ich so in den letzten 2 Jahren auch wirklich loslassen musste für Neues. Mhm. Und es war immer wieder ein Sprung. Es war immer wieder auch vom Kopf her, Ego her, funktioniert nicht, geht nicht, diese Begrenzung. Aber dann da drüber zu gehen und sagen, hey, ich bin nur jetzt am Leben. Ja. Jetzt gerade bin ich am Leben. Mhm. Und ich weiß nicht, ob ich morgen noch lebe. Mhm. Und immer wieder trotzdem mit dem Bewusstsein des Todes zu leben, das finde ich so spannend gerade. Mhm. Und da bin ich gerade selbst noch intensiver am Forschen und eben auch mit anderen, mit meinen Klienten und mit ganz vielen, mit meiner Community auch, wo ich sie ermutige, hey, geh jetzt, mach das jetzt und lebe und verlebe nicht diese wundervolle, kostbare Zeit. So schön. Du hast auch gesagt, glaube ich, diese Woche war es, dass der August so wichtig ist. Ja. Ja. Und dann habe ich noch gedacht, was wünschst du dir für den August? Du machst dir ja die Gedanken für dich auch. Ja, natürlich. Ja. Also eine Sache spreche ich jetzt hier nicht aus, weil die ist sehr, sehr, sehr privat. Genau. Also selbstverständlich. Ja, aber ich habe so viele, sehr viele Projekte, die ich jetzt gerade am Hochbringen bin. Und eine Sache, die ich jetzt noch im August erledigen werde, ist, dass ich jetzt international gehe. Also auch in englischsprachigen Raum. Ja. Wir haben da jetzt schon alles in verschiedene Richtungen gebracht. Und ich liebe es, in Englisch zu sprechen. Mhm. Und ich weiß einfach, dass ich da bin, auch um noch mehr Menschen zu erreichen, nicht nur eben im deutschsprachigen Raum, sondern eigentlich eben auch im englischsprachigen oder was auch, in vielen Räumen so auf dieser Welt. Und das ist wo ich jetzt im August die erste große Weiche schon gelegt habe und noch legen werde. Ja, schön. Und ich habe so gedacht, der Titel des Buches mit dem Mut, und ich dachte, Nicaragua, das war doch auch ein Mut-Buch.
Ja. Anfall vielleicht? Nein, ich weiß es nicht. Aber wie ist es dazu gekommen? Diese Frage stellen dir viele, oder? Ich war gestern, ja, war ich auf einem Event, wo ganz viele Menschen waren. Und wir wurden da vorgestellt, eben auch, sie kommt jetzt aus Nicaragua. Und mir wurde die Frage eben, ich glaube, 10-mal gestellt, ja. Wie kommt man nach Nicaragua? Ja. Und ich habe immer wieder geantwortet, was auch so war, es war einfach ein Call, es war eine Führung. Ja. Ich erzähle die Geschichte mal ganz kurz, weil es war wirklich auch Magie oder Magisches dabei. Wir fliegen seit Jahren immer einmal im Jahr, im Winter, irgendwo in ein warmes Land. Und das war nicht, also letztes Jahr 2022, auch wieder im Februar, haben wir uns überlegt, wo fliegen wir hin? Also wir haben uns im Dezember überlegt, wo wir im Februar dann hinfliegen werden. Und da war ja so ein bisschen, wissen wir alle, schwierige Zeit. Und da haben wir so ein paar Länder, kamen da in Sinn, es waren so 8 Länder, die einfach ein bisschen mit der ganzen Situation ein bisschen freier umgegangen sind. Und ein Land davon war eben Nicaragua. Und ich hatte vorher mit Nicaragua gar nichts am Hut. Und wie wir das immer so machen oder wie ich auch immer Entscheidungen treffe, ich habe diese 8 Länder auf jedes Land auf einen Zettel aufgeschrieben, habe die Zettel zusammengefaltet und habe dann die Zettel auf den Boden gelegt. Und dann bin ich von einem Zettel auf den anderen gegangen und habe vorher ihm gefragt, ja, was dient jetzt dem höchsten Wohl, wo wir hinfahren sollen und auch dem der Welt, beziehe ich immer mit ein. Und dann sind wir von einem Zettel oder bin ich von einem Zettel auf den anderen gegangen und habe da so gespürt, ja, fühlt sich gut an, aber ein Zettel war einfach so, das war wie ein Stromschlag von oben angebunden, fest auf der Erde verwurzelt, aber auch sehr, sehr energetisch. Und dasselbe hat mein Lebensgefährte auch gemacht, unabhängig von mir. Und wir haben beide eben unabhängig voneinander diesen Zettel ausgewählt. Die Kinder dann auch, aber es ging ja erstmal um uns beide. Und das war Nicaragua. Also war klar, okay, wir fliegen jetzt nach Nicaragua. Einfach das mal anzuschauen. Und wir waren in Nicaragua und es war einfach großartig dort. Es war wirklich toll. Also ganz anders, wie man sich das vorstellt. Man hat ja so ein Bild mit Nicaragua so ein bisschen. Und das Spannende war, dass es war eine Woche, bevor wir dann wieder abgeflogen sind, habe ich mir einfach spaßhalber so ein paar Grundstücke angeschaut. Also es war bei uns jetzt nicht so, dass wir auswandern wollten, aber es war auch, also wir haben jetzt nicht Nein gesagt, aber wir haben jetzt noch nicht Ja gesagt. Und deshalb habe ich mir eben ein paar Grundstücke angeschaut. Und dann kam ich zu diesem Haus, zu diesem einen Haus mit großen Fruchtgarten, Fruchtplantage und so weiter. Und ich habe einfach gefühlt, wow, es fühlt sich an wie zu Hause. Ja. Aber gar nicht dran zu denken, jetzt irgendwie ein Haus zu kaufen, weil wir haben ein Jahr zuvor ein Tiny House gebaut. Ja, genau. Okay. Ja. Direkt am See, sind dorthin gezogen, also in der Nähe von, also in Österreich. Und es war jetzt erstmal gar nicht dran denken, auszuwandern. Auch die Kinder, die hatten da Schule und ihren Bereich da. Und dann kamen wir nach Hause und irgendwie habe ich schon gespürt, ich sollte dieses Haus kaufen. Dachte ich mir, das ist ja irgendwie, also vom Kopf her ist total blöd. Und habe dann trotzdem mit der Maklerin Kontakt aufgenommen. Aber dann nach ein paar Tagen habe ich gemerkt, nee, wir sind jetzt da und es ist gut und völliger Blödsinn. Und habe das alles losgelassen. Und es war ungefähr 6 Wochen später, hatte ich einen Traum. Und in diesem Traum habe ich uns als Familie dort in diesem Haus gesehen. Und ich habe dann am nächsten Tag die Maklerin angerufen und habe sie gefragt, naja, und was ist denn eigentlich mit diesem Haus? Ja. Und dann meinte sie, naja, es war so gut wie schon verkauft, aber gestern hat die Familie, die es kaufen wollte, hat abgesagt und deshalb steht es jetzt wieder auf dem Markt. Und als sie das gesagt hat, war ganz klar, wieso. Das war wie so ein inneres Gefühl, Intuition, kauf dieses Haus. Und ich dachte irgendwie, und kam dann so aus mir raus, wo ich gesagt habe, ja, dann könnte ich mir vorstellen, es jetzt doch zu kaufen.
Und habe dann aber aufgelegt und dann war ich so, ich kann doch dieses Haus nicht kaufen. Es ging so hin und her, aber es war so dieser ganz klare Auftrag, kauf dieses Haus. Mhm. Ich hatte zu diesem Zeitpunkt aber die nötigen Finanzen nicht. Also ich hatte einen Teil, aber den anderen Teil nicht. Und habe dann hin und her überlegt, aber es war so, kauf dieses Haus. Und dann habe ich am nächsten Tag ein Angebot abgegeben über dieses Haus und die Verkäufer haben diesem Angebot zugestimmt. Und dann habe ich den Kaufvertrag bekommen von diesem Haus und dachte, ich kann das doch jetzt nicht unterschreiben. Aber es war wirklich dieses Vertrauen, hey, vertraue, unterschreib das. Mhm. Und ich habe es in der Tat gemacht. Ich habe diesen Hausvertrag unterschrieben, ohne wirklich das ganze Geld für dieses Haus zu haben. Und es hat schon noch ein ordentlicher Betrag gefehlt. So. Haus gekauft und es waren die schrecklichsten 3 Tage meines Lebens. Ich konnte nicht schlafen in der Nacht. Ich habe mir die ganze Zeit, was hast du denn gemacht? Mhm. Also ich musste auch direkt eine Anzahlung machen von diesem Haus und die wäre weg gewesen. Also es war ein hoher Betrag, der einfach weg gewesen wäre, hätte ich jetzt nicht den anderen Betrag innerhalb von 2 Wochen gehabt. Und am 3. Tag hatte ich ein Gespräch mit einer Frau. Und am Ende dieses Gespräches hat sie noch gesagt, du Jacqueline, ich muss dir jetzt auch noch mal was sagen. Ich habe gerade einen fetten Geldbetrag von meinen Eltern bekommen, so als Vorerbe. Und ich weiß gerade nicht, was ich damit machen soll. Ich würde so gern irgendwie ein Grundstück oder Haus anlegen, aber dafür ist es jetzt zu wenig, um eigens ein Haus zu kaufen. Weißt du irgendetwas? Und dann habe ich ihr, sag ihr das, war ganz klar so diese Stimme. Und dann habe ich ihr das erzählt. Ja. Und dann meinte sie, weißt du was, natürlich, also ich gebe dir einfach das Geld. Ich will gar nicht das Haus mitkaufen. Ich gebe dir das Geld, du kaufst dieses Haus. Da weiß ich, es ist erstmal gut angelegt, ich brauche es erstmal nicht. Und dann hast du dieses Geld. Und dann hatte ich innerhalb von 3 Tagen dieses Geld manifestiert und ich konnte dieses Haus ohne Probleme kaufen. Das ist eine Geschichte. Das ist wirklich. Ja. Und danach konntest du wieder schlafen. Ja. Und das war für mich so dieser Moment von, wir dürfen einfach vertrauen. Ja. Wir dürfen einfach vertrauen. Und um dieses Vertrauen braucht es aber eben, dürfen wir mutig sein und wir dürfen springen und verrückte Sachen machen und dem Universum praktisch schon den Raum dafür geben auch. Also ich habe diesen Raum dafür gegeben, dass das genauso eintreten kann, indem ich den Vertrag unterschrieben habe, wie ich damals schon diese Wohnung in Berlin angemietet habe und sozusagen dem Universum auch gesagt habe, es ist ganz klar. Und ich habe das nicht mit Druck gemacht, sondern einfach gemacht. Ja. Und es waren noch so viele andere Komponenten. Wir sind ja Patchwork-Familie und erstmal wäre das ja gar nicht gewesen, dass wir überhaupt fliegen konnten und oder letztendlich auswandern konnten. Und mit dieser Entscheidung, aber mit dieser klaren Entscheidung, ging plötzlich eines in den andere, ins andere auch übrig, also über mit dem Flow. Also es war dann auch, dass der Vater dann gesagt hat, ja, er findet es eigentlich toll, dass die Kinder Englisch und Spanisch sprechen. Dann hatten wir eben die Schule, die eine hatten wir einen Vertrag schon, die haben uns einfach auch rausgelassen und dort eben in Nicaragua in dieser einen International Schule war vorher kein Platz und dann haben die uns auch plötzlich angerufen und meinten, es gibt 2 Plätze für unsere Kinder. Ja, es war dann plötzlich alles im Flow und dann war für uns auch klar, okay, jetzt haben wir dieses Haus, also sollen wir jetzt auswandern? Ja. Es gab viele Zeichen, die dann einfach passten. Ja. Und dann sind wir innerhalb von 5 Monaten sind wir darüber gezogen. Ja, genau. Und jetzt seid ihr dort. Ja, genau. Genau. Und noch, wie fühlt es sich jetzt an? Wie lange seid ihr jetzt dort? Wir waren jetzt ein Schuljahr schon dort. Ein Schuljahr. Ja, genau. Und so, wie fühlt es sich an? Also es ist großartig dort. Aha. Jetzt. Ja, also es heißt jetzt nicht, dass wir dort für immer bleiben. Ja. Weiß ich nicht. Ja. Aber wir schauen immer von Jahr zu Jahr. Und jetzt ist es sehr großartig, weil dieses Land ist einfach sehr so frei und so naturverbunden. Mhm.
Es sind dort ganz viele tolle Menschen, die wir dort kennengelernt haben. International wandern da gerade auch Menschen aus. Und die andere Sache ist, dass, wo ich jetzt wieder hier bin, ist mir so aufgefallen, dass es hier, es dreht sich hier alles um Kommerz, um Kaufen. Egal, wo du hingehst, gehst du ins Schwimmbad, musst du Eintritt bezahlen. Möchtest du irgendwas mit den Kindern erleben, musst du auch was bezahlen. Da Supermarkt und ist alles geht ums Kaufen, um Kommerz, Kommerzielles. Und das ist dort einfach nicht gegeben. Also du gehst dort in den Supermarkt, aber du hast nicht 30 Joghurts, ja? Ja, so diese Fülle. Diese ja, nee, Überfluss. Es ist keine Fülle. Ich würde es gar nicht als Fülle bezeichnen. Nein, Fülle ist etwas Positives, ja. Es ist Überkommerz, würde ich sagen. So. Und die Menschen dort, die sind zwar teilweise, glaubt man, sie sind arm, aber die sind so reich, weil die wissen alle, wie sie sich selbst versorgen können. Ja. Also selbst wenn eine Krise in der Welt kommen würde, hier sind alle, die meisten Menschen aufgeschmissen. Die rennen zum Supermarkt und können sich nicht selbst versorgen. Und wenn er geschlossen ist oder nichts hat oder so, dann geht es nicht. Aber dort, die Menschen, die unterstützen sich gegenseitig, die wissen, wie sie selbst anbauen können und sind sehr freundlich. Und also es ist ein anderes Leben. Ja. Und gerade für die Kinder jetzt, ich merke, wie das so ein großes Geschenk ist, dass die jetzt diese Welt auch mitbekommen. Ja, schön. Ja, ich kann mir das sehr gut vorstellen. Ja. Es ist so, oder es ist ein Miteinander, das Selbstversorgen. Was machst du, wenn der Bankomat nicht funktioniert hier oder kein Geld beziehen kannst? Ja. Und das andere, das macht einem so frei. Ja. Ja. Das ging etwas schnell. Du hast ja den Dieter Bröers im Gespräch gehabt und die Zirbeldrüse. Und noch einfach so zum Schluss, was ist dir wichtig mit diesem Thema, diese Zirbeldrüse? Ja. Die Zirbeldrüse bringt uns wieder ins Leben. Mhm. Sie bringt uns in unsere Unschuld, sie bringt uns in unsere Verbindung zu unserem wahren Selbst, zu unserer Essenz. Sie lässt uns die Ekstase des Lebens wieder fühlen, die Schöpferkraft und vor allem lässt sie uns die eigene Macht wieder zu uns zurückholen, sodass wir sie nicht mehr abgeben müssen. Mhm. Schön. Was für ein Schlusswort, gell? Das ist nichts mehr hinzuzufügen gerade. Ich finde es wunderbar, Jacqueline. Ich durfte dich jetzt so kennenlernen in diesem Gespräch. Da bin ich sehr dankbar dafür. Das freut mich sehr, berührt mich auch, was du mir erzählt hast. Vielen Dank dafür. Ja, und euch danke ich sehr herzlich fürs Zuschauen. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Quelle TV und ich hoffe natürlich, dass Jacqueline wiederkommt. Sie ist jetzt hier heute und morgen und ich freue mich. Wir freuen uns, wenn wir dich wieder hier haben. Ja. Schön. Auf jeden Fall. Und freuen uns auf dein Buch. Ja, schön. Ja. Danke. Vielen Dank. Und lebt eure Wahrheit in euch drinnen. Das ist wichtig.